Gut im Stadion angekommen, ab auf die Waage, ab in den Kraftraum, let's go. Und viele Leute nennen so einen Spaziergang Verdauungsspaziergang, aber für mich ist es vielmehr ein Einstellungsspaziergang. Und jetzt die Sachen in die Wäsche, bevor es Ärger von dem Mannschaftsleiter gibt. Guten Morgen, Maschine. Bevor ich etwas esse, werde ich erstmal mein Wasser trinken, meine Supplements nehmen und dann mir wirklich auch die Zeit dafür lassen, um mich auszudehnen, auszurollen, paar Yoga-Übungen mit einzubauen, um einfach gut in den Tag zu starten. Und aufgrund dessen, dass die Trainingseinheit mit der Mannschaft gestern über 2 Stunden gedauert hat, wahnsinnig intensiv war, ist der Körper ganz leicht müde, ganz leichter Muskelkater. Und da lege ich wirklich sehr viel Wert darauf, dass ich gut in den Tag starte. Und heute werde ich den gesamten Tagesablauf mit euch teilen. Viel Spaß! Okay, Maschine, Frühstück im Hotel ist immer ganz einfach. Ich hole mir immer ein bisschen Obst, in dem Fall ein Apfel, 3 Mandarinen und 5 gekochte Eier. Ich werde euch die ganzen Nährwerte mit einblenden. Es ist gerade kurz nach um 9. Ich werde ganz entspannt in Ruhe essen, danach für 45 Minuten einfach nur spazieren gehen und melde mich später. Und viele Leute nennen so einen Spaziergang Verdauungsspaziergang, aber für mich ist es vielmehr ein Einstellungsspaziergang. Einfach die richtige Einstellung für den Tag zu finden, Sachen zu visualisieren, mir vorzustellen, die heute auf mich zukommen werden und die ich aber auch meistern werde und einfach nur die Zeit genießen. Guckt euch mal, wie schön das ist. Sein. Die Beine fühlen sich viel leichter an, als ich es mir vorgestellt habe. Super Spaziergang und es ist gerade 10:30. Ich brauche ungefähr 20 Minuten bis zum Stadion und auch wenn wir erst 13 Uhr trainieren, habe ich ausreichend Zeit, um mich vernünftig auf die Trainingseinheit vorzubereiten. Let's go!
im Stadion angekommen, ab auf die Waage, ab in den Kraftraum. Let's go! Thank you.
Okay, Maschine, eine sehr gute Trainingseinheit mit der Mannschaft. Es ist gerade 3:30. Ich werde noch was in der Halle machen, einfach ein paar Bewegungsabläufe. Mal zwischendurch ein Shake, ein Apfel. Und falls ihr euch wundert, wer hier die ganze Zeit klopft, Gotti an der Wand. Let's go. Sehr gute und vor allem auch sehr einfache Bewegungsabläufe, vor allem für die Außenspieler, falls ihr euch wundert, Ballannahme, Ballmitnahme, Ballannahme, Ballmitnahme. Wiederholungen ist das, was zählt, weil im Spiel muss es unter Druck automatisch funktionieren. Und jetzt die Sachen in die Wäsche, bevor es Ärger von dem Mannschaftsleiter gibt. Die Schuhe müssen immer glänzen. Training ist fertig, ab nach Hause, 1,5 Stunden Fahrt, kurz davor muss ich noch tanken und bin gerade am überlegen, ob ich meine Haferflocken jetzt esse oder später. 1,5 Stunden, let's go.
Okay, Maschine, in letzter Zeit verbringe ich wirklich wahnsinnig viel Zeit auf der Autobahn und wenn ich an demselben Tag hinfahre zum Training und dann wieder zurück, sind das insgesamt über 3 Stunden, was unfassbar viel Zeit ist. Und ich versuche das einfach so wertvoll wie möglich zu nutzen. Entweder sind das gewisse Podcast-Folgen oder YouTube-Videos, die mich auf irgendeine Art und Weise bewegen. Manchmal ist es einfach nur Musik oder gar nichts. Einfach komplette Ruhe und da mache ich mir Gedanken über die ganze Welt, was mir persönlich auch wirklich sehr gut tut. Angekommen. Immer wenn ich nach Hause komme, gibt es eine Begrüßungsrolle von Jimmy. Mal gucken, ob er mich vermisst hat. Na, da bist du da. Hey, Jima. Hey, Jima. Gibt es eine Begrüßungsrolle? Na, da ist sie doch. Hey, na? Hast du mich vermisst? Jimma, sag mal was der Community. Sag mal was deinen Fans. Kein Bock. Ciao. Okay, Maschine, ganz entspannte Fahrt, gut zu Hause angekommen. Und das allererste, was ich mache, wenn ich zu Hause angekommen bin, ist 20 Minuten die Beine hoch an der Wand. Einfach, um sich von den ganzen Trainingseinheiten zu erholen, von der Fahrt, um sich zu erholen. Und das ist gerade 19 Uhr und das muss einfach gemacht werden. Ich habe 2 Stunden, bis Champions League losgeht. Ich muss noch für 1 Stunde aufs Laufband, um die Läufe zu machen. Ich muss mir noch was zu essen machen und das gehört aber dazu. Genauso wie Kältetonne nach dem Training mit der Mannschaft, Wärmetonne nach dem Training mit der Mannschaft, Stretching, sich ausdehnen, alles gehört dazu. 20 Minuten an die Wand. Maschine, eine komplette Trainingseinheit für dich. 10 Minuten einlaufen, 40 Minuten Intervallläufe, 20 Sekunden Belastung, 40 Sekunden Pause. Die Belastung mit der Geschwindigkeit 15 km pro Stunde und zum Schluss 10 Minuten auslaufen oder einfach nur 10 Minuten ausgehen. Du bist dran. Kompletter Tagesablauf. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde gerne mehr mit euch teilen, aber es gibt gewisse Sachen, die ich einfach nicht zeigen darf,
weil das, was in der Kabine passiert, das bleibt auch in der Kabine. Und zum Schluss noch zwei richtig gute Champions League Spiele. Man City ist weiter, Real Madrid ist weiter. Und ihr könnt gerne unten drunter in die Kommentare schreiben, wer eurer Meinung nach dieses Jahr, diese Saison die Champions League gewinnt. Würde mich persönlich sehr interessieren und ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit, für eure Unterstützung. Das bedeutet mir wahnsinnig viel. Abonniert den Kanal für mehr solche Videos. Schaltet die Glocke ein, um kein Video zu verpassen. Daumen nach oben, bringt Ausdauer und bis zum nächsten Mal.